Man wollte bei mir die Steuern eintreiben. Ich wollte gerade allein sein, da kamen sie an. Ich war nur stinkreich. Ja, hallo, wir kennen uns doch. Herr Zumwinkel, nur nicht so schüchtern. Schließlich kann so ein bisschen Steuerhinterziehung jedem mal passieren. Und so kommt es auch, dass die Deutsche Post für ihren gefallenen Ex-Chef eine Umfrage gemacht hat, um seine Karrierechancen auszuloten, nach dem Steuerding. Und die haben so eine einfache Frage gestellt. Trauen Sie Klaus Zumwinkel ein Comeback in der Wirtschaft zu? Und man darf auch nicht vergessen, dass Klaus Zumwinkel einer unserer renommiertesten und angesehensten Manager des Landes ist. Wenn es da wirklich Probleme gäbe, dann wäre es natürlich schon ein Hammer. Ja, genau, das wäre doch ein Hammer, wenn sich da kein Pöstchen finden lässt. Wie wäre es denn mit einem ganz neuen Beruf? Privatdetektiv? Oder vielleicht doch ein etwas größerer Posten, zum Beispiel Bundeskanzler? Die Bundesregierung hat heute das Angebot von Herrn Zumwinkel angenommen. Oder wie wäre es denn mit einem echten Karriereschritt nach oben, ein Posten als Monarch, genau in Liechtenstein? Ach ja, es gibt so viel Gutes zu tun für die Welt. Und diese neuen Vorwürfe wegen Untreue, papalapap, auch die sind schnell vergessen. Doch ich hab's versaut und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Tausendmal kassiert, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zumwinkel gemacht. Der moralische Schaden ist erheblich.